Kommen wir nun zur Zusammenfassung dieser Unterrichtseinheit. Was sind rekursive Funktionen? Rekursive Funktionen sind Funktionen, die während ihrer Abarbeitung erneut aufgerufen werden. Im Allgemeinen direkt, das heißt, im Funktionsrumpf erfolgt ein Aufruf der Funktion, zu dem dieser Rumpf gehört. Und wir hatten das Backtracking-Verfahren kennengelernt, ein wichtiges Verfahren in der Algorithmik, in der Informatik. Das ist ein Problemlösungsverfahren, das rekursiv Teilwege durchforstet, um eine Lösung zu finden. Und wenn in einem Teilweg keine Lösung gefunden wird, dann wird halt zurückgekehrt an eine Kreuzung sozusagen und ein anderer Teilweg dann wiederum rekursiv durchforstet, bis entweder eine Lösung gefunden wurde oder man feststellt, es sind alle Teilwege durchforstet worden und es gibt gar keine Lösung.